Achtung, wir bauen jetzt eine Eisdiele, die ist riesig. Wow! Die haben wir echt klasse gebaut. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Lego Movie 2 hier auf Katze. Der Kanal für Kinder. Schaut mal, mit wem wir spielen. Mit einem einfachen Mädchen. Ja, das ist keine besondere Figur im Spiel, sondern es gibt einfach nur die Figur, die sich Mädchen nennt. Genau. Einfach mal ein Mädchen. Hallo. Huhu. Ich bin ein Mädchen und ich spiele jetzt hier weiter. Denn ich möchte natürlich in dieser Folge vielleicht es schaffen, alle restlichen Steine zu finden. Und die sollten sich eigentlich alle ganz in der Nähe befinden, laut der Karte. Ah, ha, 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 ha. Zack. Das läuft gut. Wir haben jetzt noch 5 Steine vor uns. 3 oder 4 stehen irgendwo herum. Und dann haben wir aber auch noch Fragezeichen, die wir uns schnappen sollten. Ich glaube, ein Fragezeichen ist da drüben auf dieser Insel. Aber hier oben ist auch noch irgendetwas. Na, vielleicht auch nicht. Ich glaube, das ist ein Stein, der sich wahrscheinlich doch unten befindet. Damit meine ich, also unten im Sinne von, ah, nee, schaut mal hier. Ich dachte, das wäre in dieser Kuchenfabrik, da wo die Lava ist. Aber anscheinend ist es doch nicht der Fall gewesen. So, dann zu diesem Fragezeichen. Da braucht jemand dringend unsere Hilfe. Ja, schönen guten Tag, Herr Hund. Wie geht's Ihnen? Hey, warum zeigt die Uhr die falsche Zeit an? Ich bekomme Ärger, wenn die Uhr nicht stimmt. Hilfst du mir, sie zu reparieren? Es ist jetzt 5.15 Uhr. Okay, ich helfe dir gerne, aber ich weiß gerade nicht wie. Mit der Stickerkanone? Nee. Abenteuerfäusten. Farbstab? Nee, also mit Farbe auch nicht. Sonst hätte ich jetzt hier was machen können. Muss ich irgendwas aktivieren? Nee, auch nicht. Also der Pfeil zeigt auch hierher. Tja. Also ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Abenteuerfäuste, komme ich hier durch? Na, Teppichtörtchen, auch das funktioniert nicht. Mit dem Schneidbrenner. Ach, wisst ihr was, meine Lieben, hier erstmal der Hinweis. Wenn euch Lego gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Damit ihr keine Abenteuer mehr verpasst. Denn hier gibt es noch viel zu entdecken. So, wenn das nicht funktioniert, was haben wir denn noch eigentlich so zur Verfügung? Mit normalen Händen kommen wir hier nicht weiter. Bauanleitung brauchen wir nicht. Spezialfernglas. Tatsächlich. Tatsächlich mit dem Spezialfernglas. Na, auf die Idee muss man erst einmal kommen. Und ich glaube, die richtige Uhrzeit wird dann automatisch eingestellt. Der liebe Herr Hund sagte 5.15 Uhr. Die Minuten sind gestellt und die Stunde auch. Perfekt, es ist 5.15 Uhr. Geschafft. Danke, jetzt wissen alle, wann die Zeremonie anfängt. Und ich bekomme keinen Ärger. Ja, da kannst du dich glücklich schätzen. Apropos Ärger, wir brauchen noch 3 Megasteine. Erstmal brauche ich meine Super Jet Wings. Oh, die 3 sind in der Luft. Also, was heißt in der Luft? Die sind auf jeden Fall hier draußen und sollten gar nicht so schwer zu finden sein. So, dann würde ich sagen, wir fliegen wieder quer durch die Gegend, direkt zu unserem Zielort und versuchen, naja, das einfach zu öffnen, da mal nachzusehen, was wir da finden. So, immer schön zielgerichtet zum Ziel, sozusagen. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir müssen jetzt unsere Augen und Ohren offen halten. Hier in der Nähe ist all das, was wir immer suchen. Wie zum Beispiel unser Megastein. 2 fehlen noch. Einer ist sicherlich hier oben. Das wäre komisch, wenn... Ah, da hinten. Schaut mal. Haha. Das ist so gut. Das läuft gerade so gut. Und der letzte scheint hier irgendwo zu sein. Ich muss nur gucken, wo. Irgendwo hier. Denke ich. Hier oben vielleicht. Vielleicht im Container. Ich kann jetzt klar... Ah, da, schaut mal. Alle Meisterstücke auf diesem Planeten eingesammelt. Yes! Meister der Zeremonie. Du hast alle Meisterstücke in der Zeremonie gefunden. Das heißt, wir haben 50 von 50.
was fehlt jetzt? Es fehlt noch Apokalypstadt. Nee, Quatsch, nicht Apokalypstadt, sondern Systo. Systopokalypstadt, oder wie auch immer diese Welt heißt. Also die Welt, wo man Lego-Bauten bauen muss, Lego-Gebäude, mit denen man dann eben neue Meisterstücke bekommt. Aber ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass wir noch nicht jedes Gebäude freigeschaltet haben. Deswegen möchte ich jetzt... Oh, was ist das? Super Bauarbeiterhelm? Okay, bin ich mal gespannt, was das ist. Ich möchte euch jetzt schon mal den Hinweis geben. Das wird eine Sache sein, eine Welt sein, die ich wahrscheinlich nicht zu 100% spielen kann. Was aber nicht bedeutet, dass ich euch nicht alle Welten und Inhalte des Spiels zeigen kann. Das kann ich trotzdem, obwohl ich nicht alles zu 100% mache. Das ist, wie gesagt, eine Welt, die mir dann ein bisschen fehlen wird. Oh, cool. Eine neue Figur. Aber wichtig ist das nicht. Wenn ihr das Spiel selbst spielt und dann so weit seid wie ich, dann wird es ein Kinderspiel sein, das zu tun. Möchte ich jetzt schon mal erwähnt haben. Aber wir schauen uns das gleich nochmal in Ruhe an, wenn ich in die Welt gehe. Superman, Sister! Aber bevor wir das tun, habe ich ja kurz bei Theo eingekauft. Gut, auf geht's zum Portal. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo das war. Irgendwie auf der anderen Seite dieser Welt, glaube ich. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen fliegen. Ja, es ist genau auf der anderen Seite vom Laden. Laut der Karte. Ihr seht unten auf der Karte, rechts oben, der Laden ist unten aktuell. Das Portal genau auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, wir müssen ein bisschen joggen. Aber wir sind fit. Wir machen regelmäßig Sport. Wir machen jeden Tag Sport. Wir spielen draußen, auf dem Spielplatz. Wir spielen Fußball. Wir machen alles Mögliche. Wir spielen Fangen. Wir spielen Verstecken. So. Wumms. Da ist das Ziel. Da ist das Portal. Lasst uns raus hier. Yeah, 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 yeah. Hui. Die Zeremonie. 100%. So, die letzte Welt, habe ich gerade angesprochen, ist Sispokalypster. Diese Welt bitte erst machen, wenn ihr alle Gebäude im Spiel freigeschaltet habt. Das heißt, geht zu Theo, setzt all eure Mega-Relikte ein, all eure Super-Relikte, also Gegenstand-Relikte, damit ihr hier vorankommt. Dieser Ort ist wirklich anders als Steinstadt. Ich hätte so gern ein Landhaus, und zwar am liebsten in einer friedlichen Gegend. Hey, du siehst so aus wie ich. Ja, ein Landhaus. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Landhaus jetzt habe, weil ich noch nicht jedes Gebäude besitze. Aber ich werde auf jeden Fall bestimmt eine Figur finden, wo ich etwas bauen kann. Und das werde ich euch dann nochmal genau zeigen. Aber erstmal laufen wir wieder durch die Gegend. Und da vorne braucht jemand unsere Hilfe. Mal sehen, was sie möchte. Oh nein, ich habe vergessen, meine Sachen zu packen, bevor ich nach Syspokalypse kam. Sie sind immer noch in meinem Haus. Und sie möchte auch ein Haus haben. Okay. Jeder möchte sein eigenes Haus haben, das ist klar. Da lief ein Eichhörnchen. Was möchtest du denn haben? Diese neue Welt ist toll, aber um ehrlich zu sein, vermisse ich meinen alten Schulbus. Er war vielleicht nicht besonders schön, aber er war schön besonders. Bist du sicher, dass du den Auftrag abbrechen möchtest? Ja, ja, ja. So, super Jetpack, wir fliegen mal kurz hoch. Theo steht hier vorne, im Laden arbeitet ja seine Aushilfe. Möchte Theo was? Ne, Theo möchte gar nichts, okay. So, was mit dem super Bauhelm? Schauen wir mal. Lego-Gegenstände kostenlos bauen. Wenn man diesen Helm trägt, muss man keine Steine mehr verschwenden. Das ist gut zu wissen. Gerade für diese Welt sind Steine ziemlich wichtig, weil man diese schnell verschwenden kann. Für kleinere Gegenstände wie ein Generator, ein Trampolin und dies und jenes ist der Superbauhelm nicht so wichtig. Aber wie gesagt, gerade in dieser Welt sind die großen Gebäude ziemlich teuer. Da lohnt es sich, den Bauhelm immer zu tragen. Und ihr seht schon, es gibt auch viele kleinere Dinge. Man kann hier wirklich Zeit verlieren. Ihr habt auch gesehen, ich habe so viele Gebäude noch nicht freigeschaltet. Einfach weil ich bei Theo immer Charaktere freigeschaltet habe, statt mich mal auf Gebäude zu fokussieren. Aber wie gesagt, das ist auch gar nicht so wild. Ich werde euch, kann ich euch jetzt schon mal sagen, vielleicht am Ende der Folge die letzte Welt zeigen. Das ist die Welt, die man erst erreicht, wenn man genügend Meisterstücke gesammelt hat. Das haben wir auf jeden Fall getan, obwohl wir nicht alle in dieser Welt haben. Und dann kann man noch zusätzliche Inhalte herunterladen.
Und die werde ich wahrscheinlich in der übernächsten Folge anfangen, euch zu präsentieren. Ungefähr. Genau, das wird nochmal richtig toll. Da gibt es nochmal Filmsequenzen im Spiel. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Solltet ihr nicht verpassen. Man kann hier noch einzelne Buchstaben kaufen. Ist ja lustig. Da kann man ein ganzes Wort legen. Kann man auch einen Punkt kaufen? Dann könnte ich Katze schreiben. K.TZE. So einen Megastein könnte man auch kaufen. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Schauen uns mal ein bisschen um. Also ein Gebäude würde ich gerne für euch bauen. Damit ihr einfach seht, wie das funktioniert. Hier, was mit dir? Die Leute nennen diesen Ort ein Paradies. Aber was soll das für ein Paradies sein, wo es kein Eis gibt? Hey, du musst doch nicht gleich so brüllen. Haben wir eine Eisdiele? Schauen wir mal. Es gibt die Bauanleitung. Achtung. Oh, ich kann noch mit dem Spezialfernglas ein paar Bäume einscannen. Baum 3, Harmoniestadt. Ja, kann man gut gebrauchen. Hier sind noch mehr Bäume. Aber egal, die Bäume sind jetzt gar nicht so wichtig. So, ich mach mal ein bisschen Platz. Damit wir Platz für die Eisdiele haben. Und dann schauen wir gleich mal. Vielleicht habe ich die dabei. Und dann seht ihr, wie das funktioniert. Achtet mal drauf. Also ich spiele das ja auf der Xbox. Ich spiele das hier mit den Schultertasten. Das heißt, ich brauche die Superbauanleitung. Ganz wichtig. Und hier habe ich die Batman-Höhle zum Beispiel ausgewählt. Aber die brauchen wir nicht. Wir brauchen die Bat-Höhle. Nein. Wo ist die überhaupt? Ich sehe sie gar nicht. Ah ja, schaut mal. So groß ist die. Das heißt, diese Supergebäude sind ziemlich groß. Und wir brauchen viele Steine. Deswegen unbedingt den Superbauhelm tragen. Falls ihr den nicht habt, müsst ihr eben viel sparen. Und Palast der Königin, Shop, Türmchen, Polizeistation, Zoo, Eiskaffee. Schaut mal, das bauen wir jetzt auf. Wurms. Wow. So, genau das Richtige für unseren Eistypen. Wo ist denn der jetzt? Hey, du da, ich habe dein Eiskaffee gebaut. Du hast mein Eiskaffee wieder aufgebaut? Tja, ich schätze, mein Urlaub ist jetzt vorbei. Ja, sozusagen. Ja, cool. Das ist was Tolles. Und das könnt ihr eben mit allen Gebäuden machen. Zum Beispiel, was mit dem hier? Was brauchst du denn? Leute, die eine ganze Galaxis erkunden, sind sicher hungrig. Ich kann es kaum erwarten, wieder in der Küche zu stehen. Hilfst du mir? Ja, du brauchst eine Küche? Ist das eine Küche? Oder was soll das sein? Tja, ich kann mal nachgucken. Super Bauanleitung. Tja, ihr könnt jetzt hier nachgucken, ob ihr was habt. Ihr könnt aber auch... Ja, das ist die Bat-Höhle, oder? Nach ganzen Bausets schauen. Das kann ich hier zum Beispiel machen. Das sind die Bausets, die ich jetzt neu habe. Das ist die ganze Liste sozusagen. Ja, ich habe mir die nie angeguckt, deswegen leuchten alle noch mit diesen gelben Sternen. Und da, wo ihr noch diesen Megastein seht, bekommt ihr fürs Bauen noch die Chance, einen Megastein zu bekommen. So bekommt ihr nämlich nach und nach alle Megasteine in dieser Welt. Es sind nämlich 40 Megasteine. Gruseliges Haus, bla bla bla. Hier sind die Buchstaben. Und da unten sind noch weitere Häuser, die ich nicht besitze. Ja. Kontrollstation. Bennys Garage. Coffee Unchained. Hütte Dschungel. Dschungelbasis. Also alles Sachen, alles Gebäude, die ich zwar habe, das ist alles schön und gut, aber ich kann mit denen hier in dieser Mission jetzt dafür nichts anfangen, denn ich brauche ein ganz bestimmtes Set. Das wäre ja die Küche oder das Restaurant, was auch immer das ist. Polizeistation, Coffeeshop, Büro des Sheriffs. Also wir haben echt viel, viel Krempel. Eine Scheune aus dem Wilden Westen, haben wir noch viele Sachen. Das ist auch wirklich sortiert nach Themen, was ich auch sehr schön finde. Aber ihr seht schon nie das Passende so richtig dabei. Ja, Seekuh, okay. Okay, okay. Schaut mal, hier unten. Und da, wo es leuchtet, da ist das, was ich brauche. Aber ihr seht schon, ich brauche noch ungefähr 40 Bauelemente. Und bis ich die bekomme, boah, vergehen nochmal 1000 Folgen, glaube ich. Hier ist es gar nicht so toll. Es gibt ja nicht mal riesige Roboter. Jetzt mal im Ernst. Kannst du mir einen Roboter bauen? Ja. Würde ich gerne, aber ich glaube, ich besitze nicht einmal einen Roboter. Kann es sein? Wir machen gleich mal einen Schnelldurchlauf. Baus jetzt angucken. Ja, da unten. Habe ich nicht, habe ich nicht. Muss ich gar nicht erst nachgucken. Oma Geraldine. Sispocalypse, da ist ein wunderbarer Ort für Katzen. So viel Platz zum Schmusen oder so. Ein Ehrenmal für unsere liebe Samtpfötchen wäre angebracht. Ja, ein Ehrenmal aus dem alten Ägypten. Ich sehe das jetzt schon. Auch das habe ich nicht. Ach, der liebe Theo. Der Theo freut sich. Ich müsste eigentlich mal bei ihm tausende Objekte nochmal
umtauschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Entschuldigung, jetzt habe ich mich beim Sprechen verschluckt. Oh Mann. Mitten in einer Aufnahme verschluckt. Oh, es tut mir leid. Genau, schaut mal hier. Gegenstände, Baurelikte. Diese blauen müsst ihr öffnen. So viele wie möglich. Außerirdische Giraffe haben wir noch nicht. Und hier schalten wir... Ah ja, Marktstand. Auch das hatten wir noch nicht. Falls ihr nur noch doppelte Sachen bekommt, versucht es mal mit dem Mega-Relikt. Also mit dem goldenen. Denn da bekommt ihr mit der Zeit nur noch Gegenstände, die ihr noch nicht besitzt. Das ist nämlich das Besondere an dem Mega-Relikt. Deswegen setze ich die auch in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig ein, dass es einfach noch genug Gegenstände gibt. Bei den Charakteren jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest bei den Objekten wie hier, die mir noch fehlen. Turmruine. Alles Gegenstände, die bestimmt irgendwelche Personen hier auf dieser Welt brauchen, in diesem, ja, in diesem Level. Aber habe ich alles nicht. Abgestürztes UFO. Auch das ist bestimmt wieder etwas, was irgendjemand bräuchte. Aber gut, ihr wisst Bescheid, falls ihr das Spiel auch spielt, einfach alle Objekte öffnen und zack, könnt ihr diese Welt schaffen. Also schwer ist diese Welt nicht, ihr müsst einfach nur die Aufgaben der Person erledigen. Aber ich möchte euch jetzt noch die letzte Welt präsentieren. Ui, ui, ui! Zumindest mal da reinschlüpfen. Schaut mal. Ja, leider nicht 100%, das ist klar, aber ist auch nicht so schlimm, nicht so tragisch. Die große Welt ist, nicht hier oben. Die ist unten, Rand der Galaxis. Ah ne, das sind die... Das zeige ich euch in der übernächsten Folge. Wo ist das nochmal? Ganz oben wahrscheinlich. Ah ne, hier! Goldhausen! Es ist Goldhausen, da gibt es 10 Megasteine zu holen. Das ist diese Extra-Welt, die kriegt man erst mit 400 Megasteinen. Hier ist alles aus Gold! Alles aus Gold. Oh weia, ich glaube, hier werden wir nochmal was richtig Tolles erleben. Denn nicht umsonst ist das eine ganz besondere Welt. Was genau, erfahren wir aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Rechts oben tippt mit eurem Finger da drauf und ihr kommt zum nächsten Video. Und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Meine Lieben, bitte bleibt katztastisch.